Die Türkei vor dem Referendum. Die Menschen sind entweder entschieden gegen oder für Präsident Erdogan. Ich sage ja zu unserer Fahne. Wir sagen ja bis zum Ende unserer Tage. Und zum Vaterland. Wir lieben ihn. Gibt es eine andere Führerpersönlichkeit? Er ist der Einzige. Evet heißt Ja auf Türkisch. Hayir heißt Nein. Hier im Szeneviertel Beyoğlu ist die Mehrheit gegen einen allmächtigen Präsidenten Erdogan. Die Cartoonistin İpek Özüslü ist eine von ihnen. Sie macht sich große Sorgen um die Zukunft ihres Landes. Dieses Ja oder Nein zu Erdogan zeigt die tiefe Spaltung in der Türkei. Wir leben momentan in totaler Konfrontation zueinander. Das Viertel Beyoğlu in der Innenstadt von Istanbul war schon immer multikulturell und europäisch geprägt. İpek Özüslü ist hier bekannt für ihren spitzen Pinselstrich und ihr Nein zu Erdogan. Die 32-Jährige ist eine der prominentesten Cartoonistinnen der Türkei. Ein Superpräsident Erdogan ist ihr Albtraum. Mir graut davor, dass ein einziger Mensch im Staat das Sagen hat. Nicht mal eine Zeitung kann von einer einzigen Person gemacht werden. Ich finde, erst die Vielfalt bringt etwas wirklich Gutes hervor. Dazu gehören auch die Frauen. Sie machen die Hälfte der Wähler aus. In der Frauenpolitik werden so viele Fehler gemacht. Die Anzahl der Frauenmorde ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Die Strafverfolgung ist ein Witz. Ich wünsche mir, dass die Frauen bei diesem Referendum ganz entschieden Nein sagen. İpek's Cartoons thematisieren oft harte Realitäten. Kindesmissbrauch und Zwangsheirat. Aber auch die parteiische Justiz. Ein Brandstifter verübt einen Anschlag auf ein regierungskritisches Kulturzentrum und verlässt danach unbehelligt den Tatort. Sobald in einer Fernsehserie eine Figur entschieden Nein sagt, wird das schon als Propaganda gegen Erdogan gesehen. Darüber wird ernsthaft berichtet. Ich mache mich darüber lustig. Zum Beispiel in diesem Cartoon. Ein Handwerker repariert eine Waschmaschine und aus seinem Hosenausschnitt ragt ein Hayır, ein Nein, heraus. Die Dame, die ihn beauftragt hat, sagt dazu: Jetzt habe ich sie erwischt. Sie machen versteckt Werbung für die Erdogan-Gegner. İpek genießt eine der schönsten Aussichten von Istanbul. Sie wohnt in einem Haus ihres Zeitungsverlages. Früher lebten hier auch Erasmus-Studenten. Vor einem Jahr entzog die islamisch-konservative Stadtverwaltung dem Verlag die Vermietungslizenz. Ganz ohne Begründung. Ein großer finanzieller Verlust für das kleine Unternehmen. İpek wohnt heute ganz allein in diesem Gebäude. In ihrer Wohnung hat sie nicht mal heißes Wasser. Für eine bessere Unterkunft hat sie kein Geld. Oppositionelle Künstler haben es schwer. Dieses Chaos im Land soll endlich verschwinden. Wir leben in einer Gesellschaft voller Angst. Die Leute trauen sich nicht mehr auf die Straße. Und wirtschaftlich stecken wir auch in der Krise. Eine ihrer Lieblingszeichnungen aus unbeschwerten Tagen. Das hier ist der Cihangir-Platz, ganz in unserer Nähe. Das ist das erste Bild einer Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Ich saß hier in einem Café, als ein Mädchen mich ansprach. Ich glaube, sie wollte sich mit ihrem Freund treffen. Aber sie bat mich, ihrem Vater am Telefon zu erzählen, dass ich ihre Freundin sei und wir den Nachmittag zusammen verbringen. Sie hat mich angefleht, bis ich mich tatsächlich habe breitschlagen lassen.
Das hier bin ich übrigens. Das Café aus der Zeichnung. Seit dem Putschversuch ist die Stimmung hier gedrückter. İpek Özüslü ist auf dem Weg zu ihrem Verlag. Sie liebt das Viertel, aber sicher fühlt sie sich schon lange nicht mehr. Und das hat nicht nur mit den Bombenanschlägen in Istanbul zu tun. Wer hier ausdrücklich Nein zu Erdogan sagt, beweist viel Mut. Denn die Regierung schüchtert die Opposition unbarmherzig ein. Der öffentliche Raum wird vor allem von Erdogan-Anhängern mitbestimmt. Nimm dich in Acht, Europa. Unsere Geduld ist am Ende. Vor dem Referendum skandieren AKP-Anhänger immer wieder ihre Parolen. Auch in der Nähe des Verlagshauses von Le Mans. Der Aufruhr macht den Cartoonisten Angst. Le Mans wird von Hasskampagnen in den sozialen Medien unter Druck gesetzt. Chefredakteur Tuncay Akgün weiß, wer dahinter steckt. Die AKP finanziert Trolle im Internet. Das Magazin ist frech und radikal. Dieses Selbstporträt zeigt İpek Özüslü bei den Gezi-Protesten vor einem Wasserwerfer. Sie zeichnet hier seit 10 Jahren. Viele andere haben aufgegeben. Zu wenig Geld, zu anstrengend und zu gefährlich. Montagnacht wird die aktuelle Wochenausgabe produziert. Tuncay Akgün entscheidet über den Inhalt. Ein Pool von Zeichnern schickt Ideenskizzen von überall her, sogar aus Deutschland. Eine Zeichnung zeigt Merkel mit einem türkischen Regierungspolitiker. Lieber nicht, entscheidet die Redaktion. Außenpolitik ist ein zu heißes Eisen. Jeder zugewagte Cartoon könnte das Ende des Magazins bedeuten. Tuncay Akgün war noch nie so beunruhigt wie vor diesem Referendum. Ich bin jetzt über 50 Jahre alt. Ich war eigentlich immer Oppositioneller in unserer Republik. Doch was uns jetzt mit diesem Referendum bevorsteht, macht mir Angst. Wenn die Mehrheit Ja sagt, dann werden wir hier in einer anderen Welt leben. In der Welt eines übermächtigen Erdogan, der auch Richter berufen und absetzen kann, wenn das Präsidialsystem eingeführt wird. Schon heute müssen die Cartoonisten fürchten, von zu Hause abgeholt zu werden. Tausende politische Gefangene sitzen in Untersuchungshaft. Zeitungen werden geschlossen. Die Pressefreiheit steht massiv unter Druck. Im letzten Jahr wurde bereits eine Ausgabe von Le Mans komplett verboten. Der Titel thematisiert den Putschversuch im Juli 2016. Rekruten der türkischen Armee und islamisch-konservative Demonstranten werden aufeinander gehetzt. Sperrt sie ein, hängt sie auf. Tausende Tweets bedrohten uns in dieser Nacht. Ich habe sie in große Angst verbracht. Nach dem Putschversuch wollte der Mob lynchen, wie bei Charlie Hebdo in Paris. Diese Drohungen werden mit Hashtag Le Mans verschickt. Sie veröffentlichen dort Bilder unserer Redaktion, unsere Adresse, sogar meine Privatadresse. Ich arbeite manchmal allein in der Redaktion. Und dann habe ich plötzlich Angst. Dabei bin ich eigentlich gern hier. Besser ist es, wenn wir alle gemeinsam hier sind. Das gibt mir Kraft. Aber ich fühle mich mittlerweile überall in Istanbul nicht mehr sicher. Das liegt auch an den Terroranschlägen. Die haben meine Nerven restlos zerrüttet. Während die Opposition sich in ihren eigenen Räumen fürchtet, demonstrieren Anhänger Erdogans mit Polizeischutz. Die Stadt Istanbul wird nicht nur durch den Bosporus geteilt. Ungleiche Lebenswelten sind entstanden. Der Stadtteil Üsküdar auf der asiatischen Seite ist eine Hochburg der Regierungspartei AKP. Wimpel werben für sie.
Eine Glühbirne ist das Emblem der islamisch-konservativen. Sie steht für Licht und Aufklärung. Vor dem Referendum sind fast täglich neue Werbebanner zu sehen. Taha Kurt bereitet sich auf eine lange Nacht vor. Wir sind fleißig. Wir sammeln Ja-Stimmen. Der 23-Jährige ist AKP-Mitglied und zurzeit fast jeden Abend unterwegs. Vor dem Referendum wirbt er für das Präsidialsystem und für Erdogan. Einmal die Woche treffen sich Mitglieder der Partei in ihrem Viertel. Heute planen sie die Öffentlichkeitsarbeit für die nächsten Tage. Es sind auch viele freiwillige Helfer dabei. Wir arbeiten gerade daran, die Bevölkerung so gut es geht zu informieren. Auf Plakaten und in Broschüren wollen wir zeigen, wie wichtig und fortschrittlich das Präsidialsystem ist. Wir besuchen die Menschen auch zu Hause, zusammen mit unseren Politikern. Das schafft Vertrauen. Taha Kurt ist Leiter der örtlichen Jugendgruppe. Als Jugendorganisation sind wir auch in den sozialen Medien aktiv. Mit Hashtags kämpfen wir auf Facebook und Twitter gegen die Anti-Stimmung der Neinsager dort. Wir müssen siegen. Wir haben als Partei bereits große Neuerungen durchgesetzt. Zum Beispiel die direkte Wahl des Präsidenten durch das Volk. Die AKP hat ordentlich Stimmung gegen Europäer gemacht. Angeblich gefährden sie die Sicherheit im Land. All diese Europäer kommen her und besuchen zentrale Orte wie die Sultan-Ahmed-Moschee, andere Gotteshäuser und unsere Museen. Das ist doch ein großes Risiko, wenn sie sich so einfach unter die Leute mischen können. Sind unsere Sicherheitskräfte und der Geheimdienst darauf vorbereitet? In Europa brennen sie sogar Moscheen nieder. Viele hier beziehen ihre Informationen aus regierungskontrollierten Medien. Die Meinungsmache gegen Europa ist politisch gewollt. Am nächsten Abend leitet Taha Kurt eine Plakatierungsaktion. Er ist rund um die Uhr im Einsatz. Schon früh am nächsten Morgen muss er wieder in seinem Büro bei den Stadtwerken sitzen. Den Job als Beamter hat er der AKP zu verdanken. Die Plakate hängen dort, wo der Verkehr am stärksten ist, damit möglichst viele Menschen den zentralen Aufruf sehen. Leute, stimmt mit Ja. Diese Öffentlichkeitsarbeit vor dem Referendum ist viel entscheidender als ein normaler Wahlkampf. Wir kämpfen hier nicht um politische Ämter. Es geht um eine neue Organisationsform für unsere Nation. Das Präsidialsystem wird dafür sorgen, dass unser Parlament effizienter und schneller arbeitet. Schon seit Wochen arbeiten sie fast jede Nacht, um die Menschen im Stadtteil davon zu überzeugen, für Erdogan als allmächtigen Präsidenten zu stimmen. Die ganze Stadt steht im Zeichen des Referendums. Überall sichtbar die Wimpel und Banner der Regierungspartei AKP. Die verlagseigene Druckerei der Satirezeitschrift Le Mans. Heute wird die aktuelle Ausgabe gedruckt und ausgeliefert. İpek Özeslü ist zufrieden. Das Heft sieht gut aus. Die wirtschaftliche Situation des Verlags leider nicht. Staatliche Aufträge wie Schulbücher sind zugunsten regierungsnaher Konkurrenten storniert worden. Für die Cartoonistin eine klar politische Entscheidung. Schon vor diesem Referendum waren die Menschen in der Türkei politisch gespalten. Diese Fraktionierung in Ja- und Nein-Sager hat diese Kluft noch vertieft. Die Leute stehen sich kompromisslos feindlich gegenüber. Die Arbeiter hier sind alle gegen Erdogan. Die meisten sind Kurden und sehen den Präsidenten als Kriegstreiber im Kurdenkonflikt.
In dieser Woche amüsiert sich das Satire-Magazin über den vor dem Referendum losgetretenen Streit mit Deutschland. Auf dem Titelbild von Le Mans fragt ein AKP-Anhänger einen Parteifreund aus Deutschland: Schökrü, Bruder, bist du nicht deutscher Staatsbürger? Ja. Dann müssen wir dich verhauen, Bruder. Die Cartoons sind meine Leidenschaft. Ich habe über das Zeichnen viel verändert. Ich äußere mich in Zeichnungen entschiedener. Ich reflektiere die Schwierigkeiten und gesellschaftlichen Probleme. In meinen Zeichnungen kann ich die dunklen Seiten und auch Kritisches zum Ausdruck bringen, aber auf humorvolle Art und Weise. İpek zeichnet aus Berufung. Aber bei Erscheinen jeder Ausgabe muss sie Angst haben, dass die Zensur zuschlägt. Wenn der Verlag geschlossen wird, verliert sie ihren Job. Die NASA hat 7 neue Planeten entdeckt. Das ist doch noch gar nichts. Die AKP hat 3 neue Länder zum Streiten entdeckt. İpek's Zeichnung thematisiert den Streit der türkischen Regierung mit Deutschland, Holland und Österreich. In Üsküdar kommt dieser Humor gar nicht gut an. Auch Taha Kurt hat die aktuelle Ausgabe gelesen. Wir treffen uns mit ihm. Da sind Zeichnungen in dieser Ausgabe, die total inakzeptabel sind. Diese Zeichnung von İpek Özsüzlü auf der letzten Seite ist tief verletzend. Hier wird über eine sehr ernste Situation gespottet. Die türkische Nation ist beleidigt worden. Die Krise mit Holland betrifft nicht nur die AKP oder Erdogan. Dort werden Türken massiv unterdrückt und gedemütigt. Ich betrachte das als nationalen Konflikt. Ich finde, darüber darf man sich in dieser Form nicht lustig machen. Die Grenzen der Toleranz sind für die Konservativen schnell erreicht. In seinem Viertel ist Taha Kurt ein bekannter Mann. Er wurde beim Putschversuch auf der Straße angeschossen. Er ist ein Gazi, ein Held. Die kleine Schwester ist stolz auf ihn. Taha teilt sich ein winziges Zimmer mit seinem jüngeren Bruder. In diesem Schrank bewahrt er seinen größten Schatz auf. Einen Kugelschreiber mit dem Monogramm des Präsidenten. Ein persönliches Geschenk von Erdogan. Für seine Tapferkeit bekam er sogar eine Medaille. Taha Kurt kommt aus einfachen Verhältnissen. Ihm bedeuten diese Auszeichnungen etwas. Er hat es weit gebracht. Ein Soziologiestudium und ein fester Platz innerhalb der AKP-Bewegung sichern seine Zukunft. Zu Hause ist der Flatscreen Taha Kurts Arbeitsplatz. Er ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Die Schwester serviert das Joghurtgetränk Ayran. Dass sie zur Schule geht und später studieren wird, ist innerhalb der Funktionärsfamilien eine Selbstverständlichkeit. Die Frauen sollen in der Bewegung mitarbeiten. Tahas Twitter-Profil zeigt ihn mit Präsident Erdogan. Privat ist Erdogan wie der große Bruder in der Nachbarschaft. So einer, der den Kindern einen neuen Ball kauft, wenn ihrer unter ein Auto kommt. So ist Erdogan außerhalb der Politik. Dieser große, aufrechte Mann, der der ganzen Welt die Stirn bietet, der kann auch wie ein großer Bruder sein, an dessen Tür man klopft, wenn es einem schlecht geht. Diese Seite ist es auch, die das Volk in sein Herz geschlossen hat. Taha zeigt Bilder aus Rotterdam. So geht die holländische Polizei mit ihrer türkischen Bevölkerung um. Das sind Videoaufnahmen. Die gleichen Leute, die diese Einsätze befehlen, stellen sich dann hin und sagen, in der Türkei gibt es keine Demokratie. Dort werden Journalisten verhaftet. Wir sind für Gleichheit und Gerechtigkeit.
Auf einem Festival werden Spezialitäten von der Schwarzmeerküste angeboten. Taha trifft einen der heutigen Ehrengäste. Ein Abgeordneter der Regierungspartei ist gekommen, um für Ja-Stimmen zu werben. Das Begrüßungsritual der Grauen Wölfe. Die Ultranationalisten und die AKP koalieren beim Referendum. Der Abgeordnete Metin Külünk nutzt die Gelegenheit für ein Statement zu Europa. Das Referendum ist eine interne Frage der Türkei. Der Fakt, dass Deutschland und Holland sich so intensiv mit den innenpolitischen Fragen der Türkei beschäftigen, zeigt, dass wir mit unserer Ja-Kampagne genau richtig liegen. Das türkische Volk fragt die Deutschen, warum unterstützen Deutschland, Holland und Österreich die Nein-Kampagne unserer Gegner? Verehrter Abgeordneter, wir danken Ihnen. Viel Erfolg. Gerne. Taha arbeitet bei den Stadtwerken an der Planung von urbaner Infrastruktur mit. Die AKP hat der Türkei Fortschritt und Wirtschaftswachstum gebracht, meint er. Die Regierungspartei hat Großes vor am Bosporus. Es soll zum Beispiel ein Tunnel gebaut werden, durch den die Leute zwischen den Kontinenten hin und her laufen können. So etwas gibt es auf der ganzen Welt noch nicht. Wohlstand hat die AKP aber vor allem der eigenen Bewegung gebracht. Viele türkische Medien befinden sich im Besitz regierungsnaher Konzerne. İpek freut sich, die neue Le Mans-Ausgabe an ihrem Kiosk zu sehen. Viele Läden haben mittlerweile Angst, oppositionelle Zeitungen anzubieten. Manchmal überlegt sie, ob es nicht besser wäre, das Land zu verlassen. Das Viertel hat sich verändert. Viele Künstler sind weggegangen. Aus finanziellen oder politischen Gründen. Auch die ausländischen Studenten kommen nicht mehr. Das hat Spuren hinterlassen. Kneipenbesitzern wurde verboten, Tische vor ihre Lokale zu stellen. Die Zeitschrift Le Mans hat unter ihrer Redaktion ein Kulturzentrum mit Barbetrieb. Ob das noch lange finanziert werden kann, ist unklar. İpek's Arbeiten sind Teil einer Ausstellung. Kunst mit Frauenpower. Bei uns gibt es eine Tradition. Die Braut schreibt die Namen ihrer ledigen Freundinnen auf ihre Schuhsohlen. Die Frau, deren Name am schnellsten unter den Schuhsohlen der Braut verwischt, wird als Nächste heiraten. Es gibt Gesetzentwürfe, die vorsehen, das Mindestalter für Eheschließungen auf unter 18 zu senken. Bislang ist das am Protest der Frauen gescheitert. Endlich ein Thema, das İpek und Taha eint. Mädchen sollen zur Schule gehen und dann studieren. Die junge, gebildete Generation der islamisch-konservativen lehnt Kinderehen ab. Das gibt es in manchen Bevölkerungsschichten. Diese Tradition, ältere Männer mit Kindern zu verheiraten, das wird schon lange kritisiert. Solange wir das Sagen haben, wird es ein solches Gesetz nicht geben. Ich werde mich als Mann dafür persönlich einsetzen. Ich habe eine Schwester und Nichten. Ich würde so etwas niemals akzeptieren. Ich würde auch nicht zulassen, dass andere so etwas tun. Eine Gemeinsamkeit? Wir schlagen ein Treffen vor. Doch es kommt trotz Tahas Zustimmung nicht zustande, weil İpek dagegen ist. Sie traut der anderen Seite nicht. Die Cartoonistin ist überrascht über Tahas entschiedene Ablehnung der Kinderehe.
Ich freue mich, das zu hören. Persönlich kann er gegen Kinderehen sein. Die offizielle Sichtweise der Partei ist aber eine andere. Die hält das für ganz normal. Das ist uns wohl bekannt. Wir kritisieren an der AKP vor allem, dass sie ihre Ideen von gestern bereits heute wieder komplett vergessen haben und dann das genaue Gegenteil fordern. Es sind diese Leute, die über Twitter diese Hetzkampagnen ausgelöst haben können. Das macht uns bis heute Angst. Deswegen wollte ich kein Treffen. Das Misstrauen sitzt tief. Zu viele Repressionen hat die Opposition hinnehmen müssen. Das Vertrauen in regierungsnahe Kreise ist erschöpft. Heute Nacht marschieren die Frauen. Die Männer unterstützen sie. EPEC will für ihre Rechte kämpfen. Mit friedlichen Mitteln. Tausende gehen in dieser Nacht in Istanbul auf die Straße, um für eine freiheitliche und demokratische Türkei zu kämpfen. Das ist kompliziert. Wir Frauen haben in diesem Jahr eine besondere Tagesordnung, das Referendum. Wir sagen ganz entschieden Nein. Was denken Sie zum Referendum? Wir sagen ganz klar Nein, nein. Vor dem Referendum haben wir wegen des Ausnahmezustandes einmal die Erlaubnis bekommen, zu demonstrieren. Diese Gelegenheit nutzen wir, um unsere Forderungen vorzubringen. Das ist vor allem ein Nein zum Präsidialsystem. Genau. Und noch einmal. Wir schweigen nicht und wir haben keine Angst. Die Frauen gehen auf die Straße, weil auch der Laizismus bedroht ist. Ein islamisch-konservatives Regime wird vor allem unser Leben besonders einschränken. Dem treten wir ganz entschlossen entgegen. Freiheit ist der Ruf, der hier am lautesten erklingt. Für die Presse, die Frauen, die Minderheiten. Die Liste der Forderungen ist lang. Auf beiden Seiten des Bosporus steigt die Anspannung. Der Tag des Referendums rückt immer näher. Im Stadtteil Üsküdar treffen sich Taha Kurt und seine Parteifreunde zum gemeinsamen Freitagsgebet. Das ist für den 23-Jährigen sehr wichtig. Zum Kraftschöpfen. Er hofft darauf, dass alle Bürger einsehen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Allerdings zu den Spielregeln der AKP. Mit einem starken Präsidenten Erdogan. Das ist für ihn selbstverständlich. Ob sie es schaffen werden, die Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen? Tahas Wunsch, die Türkei als Wirtschaftsmacht, ist an ein Ja für Erdogan geknüpft. Ein Nein wäre für ihn eine große Enttäuschung. Das genaue Ergebnis werden wir am Tag des Referendums wissen. Ich persönlich rechne damit, dass sich eine knappe Mehrheit für das Präsidialsystem entscheiden wird. Die allgemeinen Prognosen gehen stark auseinander. Hier im Stadtteil Beyoğlu sind die meisten Bewohner gegen das Referendum. Ein Ja würde ihr Leben drastisch verändern, fürchtet İpek. Noch weniger Rechte für die Frauen und noch weniger Freiheit. Ob der Kaffeesatz ihr das Ergebnis verrät? Ich sehe hier ein H für Hayır, nein. Kann es wirklich das Zeichen für ein Nein sein? Wie wird es weitergehen in der Türkei? Die Menschen im Land treffen eine folgenschwere Entscheidung. Auf dem Spiel steht die Zukunft der Demokratie.